was bisher geschah. Vier Helden brachen auf, um eine Zombie-Plage zu bekämpfen, die ihre Welt auf einmal heimsuchte. Keiner wusste warum oder wieso. Alles fing an, als einer der vier Helden nach einem Einsatz in einem verlassenen Vergnügungspark spurlos verschwand, um sein Abo bei der Assassin's Now, einer Zeitschrift, zu kündigen. Er hat gesagt, okay, ich gehe jetzt zu diesem Rodrigo Borgia und beschwere mich bei dem um mein Abo. Naja, und seitdem hat ihn keiner mehr gesehen. Wir wissen nicht so wirklich, ob er noch lebt, ob er die Falle überlebt hat, oder, naja. Die anderen drei suchten sich Hilfe bei einem Helden namens Ezio, aus einer anderen Welt, in der die Assassin's Now ebenfalls unter ihrem obersten Anführer Rodrigo Borgia aktiv war. Dieser wollte sich in ihrer Welt nach Schwächen von Rodrigo erkundigen und kam dabei auf die Spur von Sunf Bluntaxt, einem Chefredakteur der Assassin's Now in ihrer Welt. Sie brachten in Erfahrung, dass die Assassin's Now für die Zombie-Plage verantwortlich war, indem sie ihre Leser zu willenlosen Netzwerk-YouTuber-Zombies verkommen ließ, die alles nach ihren Richtlinien erledigten. So brachen sie gemeinsam auf, um ihn zu verfolgen und zu töten, damit die Assassin's Now in ihrer Welt ausgerottet werden konnte. So erreichten sie schließlich seine Privatvilla, doch es war eine Falle, eine Todesfalle. Die Zombie-Wellen waren so riesig, dass nur knapp die Sirene Lilith dank ihrer Kräfte und der Brawler Brick überlebten. Wir müssen von hier weg! Das Boot ist da! Lauft! 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 Tag, ich hab dir gesagt, es ist an dir vorbei! Oh Gott, er ist ja schon wieder! Was? Nein! Er hat das Wiederbelebungssystem benutzt! Wir müssen ihn noch einmal töten, damit er endgültig stirbt! Nein, wo ist er? Er hat mich! Nein, nein! 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 Nein, 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 nein! 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 No! Lauf! Sohn! Sohn! Ich flüchte zum Boot! Nein! 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 Niemals! Hallo, hallo, hallo. Mr. Schnuggelschwanz. Es ist Schnuggelfranz, by the way. Mir doch egal. Wie sieht es aus mit unserem Ergebnis für das Experiment Zombiejäger Exe? Naja, es gibt da Probleme, die wir noch nicht ausbügeln konnten in der Simulation und... Wir denken, dass wir das Projekt verschieben sollten, bis wir 100%iges grünes Licht haben, um es zu testen. Wir haben dafür keine Zeit. Das Projekt muss demnächst laufen. Oder Ihr Kopf wird rollen. Und ich denke, das wollen Sie nicht, oder? Nein. Dann hören Sie mir zu. Wir haben Millionen in dieses Experiment investiert. Und Ihr dummer Vorgesetzter hat es ruiniert, indem er eine Armee von Zombies geschaffen hat. Obwohl wir nur eine Armee von kontrollierbaren Abonnenten haben wollten, die blindlings unsere Befehle ausführen. Keine verdammte Zombie-Armee. Also beheben Sie diese Katastrophe, und zwar schnell. Sonst wird Ihr Kopf rollen. Und Sie können anhand Ihrer Vorgesetzten abziehen, dass das kein schönes Erlebnis ist. Haben wir uns verstanden?
Ja. Gut. Wir wollen die Ergebnisse heute. Und zwar so schnell wie möglich. Diese suchten in einer nahegelegenen Stadt schließlich Unterschlupf, um zu trauern und sich neu zu ordnen, wo sie auf zwei neue Helden trafen, welche beide aus ihren Welten gerissen wurden. Schon als sie sich das erste Mal in der Bar begegneten, wussten sie, dass es ihr Schicksal war, zu Fiat 5 Blundaxt endgültig das Handwerk zu legen, diese Welt von der Assassin Snow zu befreien. Die beiden Helden waren Mr. Genki, ein bekannter Superstar aus der Welt von Saints Row in der Stadt Stillwater, und Max. Max Payne, ein niedergeschlagener Mann, dessen Frau und Kind getötet wurden und der verzweifelt einen Sinn in seinem Leben sucht. Nachdem Brick am Abend in der Kneipe alles erzählt und erklärt hatte, trafen sich die vier Helden morgens vor der Bar, um ihr Abenteuer fortzusetzen. Verdammt nochmal! Was soll ich denn jetzt noch machen? Der Letzte bin ich! Der Letzte von diesen Versagern! Rodrigo! Tot! Die anderen Chefreporter! Tot! Bin ich wirklich dazu bestimmt, als alleiniger Herrscher, die Assassin's Now in ein neues Zeitalter zu führen? Wir haben diese Tests mit den Personen nicht umsonst durchgeführt. Ich werde diese Roboterarmee aufbauen. Dann werden wir die Zombies auslöschen. Und als nächstes den Rest dieser erbärmlichen Welt. Und dann werde ich die Assassin's Now zu dem machen, was sie einst war. So war ich Sumpf Blundaxt heiße. Es gibt nur noch eins zu tun. Dieser Brawler, dieser Brick und diese Sirene Lilith, sie müssen sterben. Und ich weiß auch schon, wie. Sie werden nicht lebend aus dieser Stadt kommen, in der sie und ihre erbärmlichen neuen Freunde Unterschlupf gefunden haben. Okay, und wieso genau sind wir jetzt hier? Wir müssen ein paar Zombies töten. Ich dachte, der Albtraum wäre vorbei, aber er ist niemals vorbei. Ach, komm schon, Max. Wir kennen uns jetzt noch nicht so lange, aber ich sehe jetzt schon, dass du die ganze Zeit nur am Heulen bist, Mann. Freu dich doch mal, dass du ein paar Leute abstechen darfst. Verbandszeug. Hol dir ein Medipack. Ist zwar nicht so effektiv wie Painkillers, aber es lässt dich den Schmerz vergessen. Sicher, sicher. Ja, Leute, was ist los? Ich meine, eure Gefährten sind tot, deswegen braucht... What the... Das sind Flugzeuge! Eine Evakuierung in Kampfjets? Ich verstehe das nicht. Ich meine,
warum sind hier die Bundeswehrsoldaten, Army oder was auch immer das ist? Ich habe keine Ahnung. Die Air Force hat einen kritischen Schlag ausgeführt, um die Zombie-Epidemie zu dämmen. Ihnen ist es egal, ob hier Überlebende sind. Wir müssen weitergehen, um zu überleben. Max, warum klingt bei dir eigentlich alles so depressiv, verdammt? Meine Frau, meine Kinder, mein Job! Bin ich eigentlich der Einzige, der hier mal ein bisschen gut gelaunt ist? Ich meine, die beiden haben ihre besten Freunde verloren, du hast deine Frau und dein Kind verloren. Meine Fresse, was ist denn hier los? Also aus der Welt, wo ich komme, bin ich ein Gott. Nicht auf mich. Warum hast du dann nicht meine Familie vor ihrem Tod gerettet, wenn du ein Gott bist? Ja, das hatten wir doch schon geklärt, Max, Mann. Wir wurden einfach alle so aus unseren Welten rausgezogen und sind jetzt hier gelandet und wir wissen nicht warum. Brick meinte so, es wäre unser Schicksal und wir müssten die anderen beiden ersetzen, die gestorben sind aus seiner Gruppe. Ich verstehe das ja auch nicht so ganz. Aber ist mir scheißegal, ich will wieder zurück in meinen Stillwater und dann will ich da verdammt nochmal wieder Mr. Genki sein und meine TV-Serie haben, verstehst du? Nein. Scheiße! Der Drecks-Zombies gehen mir jetzt schon auf den Sack. Wir haben bei uns in Stillwater auch eine Zombie-Epidemie gehabt, aber die wurde wieder eingedämmt, beziehungsweise wir haben die, naja, auf eine Insel verbannt. Was ist das denn? Hast du das gesehen? Das war ein Fetzer. Wow! Wir müssen hier echt besser aufpassen, Mann. Weiß eigentlich überhaupt irgendwer, wo wir lang müssen? Oder wo dieser Sumpf-Blundachs, den wir da verfolgen, wo der ist? Wir folgen einfach den uns vorgelegten Pfad. Was für ein vorgelegter Pfad? Der nicht von Autos und Wänden blockiert ist. Meinst du etwa, das ist irgendwie hier so ein Schicksalspfad oder so? Also im Prinzip sind wir ja hier in einer fucking riesigen Stadt. Ich will's nur nochmal erwähnt haben. Verdammt nochmal, Max. Ich verstehe das hier alles nicht. Da geht's nach unten und hier geht's rechts rein. So, wo müssen wir jetzt lang? Oh, okay, es geht eigentlich im Prinzip nur nach unten. Ich merk's schon. Okay, anscheinend zieht dieses Schicksalsding hier doch und wir sind jetzt auf einem mystischen Pfad unterwegs oder so. Ist mir scheißegal, wir gehen jetzt einfach hier lang und dann knallen wir den Bastard ab. Verdammt mal, wo ist der Kerl? Egal wie oft Brick uns das in der Kneipe erklärt hat, ich verstehe das immer noch nicht mit dieser Assassin's Now. Oh shit! Was ist das denn? Wow! Oh fuck! Nicht auf mich schießen! Ist das da oben eine von diesen Assassin's Now Agenten gewesen mit der langen Zunge? Kann sein. Keine Ahnung. Oh ja. Danke, Brick. Hey Max. Ja. Guck mal hier. Eine Jukebox. Gucken, was die spielt. Ja, toll. Jetzt hast du es nochmal aktiviert. Ist das Reggie? Max? Boah, was für die Stimmung. Ich höre Hunter. Ich höre nix. Verstehst du, Max? Das ist zu leise. Ah! Ich höre die scheiß Musik nicht! Hier! Was ist denn los hier? Shit, son. Oh, shit! Das ist ja auch alles vollkommen größenwahnsinnig, Mann! Wo ist mein Dildo? Keiner weiß. Ich hab in meiner Welt, ja, in Stillwater, da haben wir riesige Dildos. Die funktionieren wie Baseballschläger, Mann. Mit denen könnte ich den Typen alle auf die Fresse hauen. Das ist meine Standardwaffe. Das wäre was. Dann hol dir so eine Waffe wieder. Sag mir nur, wo ich sie finde.
Was soll ich das denn wissen? Jetzt knall ich den Zombies die Grütze aus der... Ich hab ne Bratpfanne gefunden, verdammt nochmal. Ey! Die Teile. Was ist das denn hier? Ich bin in irgendeinem Hinterhof. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Hat auf meinem Kopf gesessen. Ich fresse, Mann! Wo sind wir denn hier? Max? Yo! Wo bist du? Ich töte unschuldige, wildgewordene Menschen. Ah! Oh Gott! Max, du musst bei uns bleiben. Das ist hier kein Einzelgänger-Ding. Ich weiß, du bist in deiner Welt eigentlich fast immer nur alleine unterwegs, aber trotzdem, du musst es ab und zu auch mal hier aushelfen. Das ist ein Gruppen... Gruppen... Wie nennt man das? Aber ihr habt euch von mir weg entfernt. Ich habe Unschuldige getötet. Zu viele Unschuldige. Gut, weiter geht's. Ach komm schon, kannst du dich überhaupt selbst reden hören, Mann? Ja. Das ist doch nicht cool, Mann. Unschuldige, das sind fucking Zombies, Mann. Wenn es danach... Scheiße! Was ist denn los, Mann? Max! Was ist denn da los? Mensch! Herr Gegner, da fällt man sich aber 5 Minuten von euch und dann das! Komm, mach schon! Steh was schon ist auf. Euer Problem, Mann? Danke. Wird euch sicher fehlen. Muss heilen! Warum macht ihr eigentlich so komische Geräusche, wenn ihr euch gegenseitig heilt? Keine Ahnung. Und warum sieht die... Aber zieht diese Frau mit der Waffe auf dich? Ich weiß es nicht. Das ist doch diese Begleiterin da von Brick, die das gerade so überlebt hat. Sie hat erzählt, sie hat sich dann noch irgendwie im letzten Moment mit ihrer Sirenenkraft oder sowas auf dieses Schiff teleportiert. Anscheinend ist sie irgendwie so Zauberin oder so. Ich meine, das kann ja gut sein. Das ist... Ach du Scheiße! Mach die Tür wieder zu! Wow, shit! War doch nicht so schlimm. Mann, merk's, ey! Hier gibt's keine Zeitlupe, mit der du dich um die Ecke... Wow!